Yo Leute und herzlich willkommen bei meinem neuen kleinen Informationsvideo, das auch das letzte sein wird zu meiner PC-Hardware. Und zwar, ich hatte mal vor einiger Zeit hatte ich mal so ein Video gemacht und zwar wurde es gesperrt, weil ich Musik reingetan habe, von denen ich nicht die Rechte besaß. Deswegen habe ich überlegt, machst du einfach mal ein neues, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Es ist nämlich einiges dazugekommen und es hat sich auch einiges geändert. Der Preis ist auch etwas nach oben gestiegen, was heißt etwas, ein bisschen viel. Also werde ich auf den Punkt kommen. So, fangen wir beim Mainboard an. Also es ist jetzt alles Amazon. Ich werde mir natürlich nicht alles auf Amazon bestellen, weil es auf Idealo einiges günstiger gibt. Ich mache es nur auf Amazon, damit ich einheitlich alles habe. So, und jetzt kommt gerade mein Hund ins Zimmer. Hallo, Rodney! Und jetzt legt er sich zu meinem Ranzen hin. Naja, auf jeden Fall, wir machen mal weiter. Also hier haben wir mein Mainboard, Asus M579 GeoWare 2.0 Sockel, ARM 3 Plus, das ist das Wichtigste. ARM 3 Plus für die CPU, denn da kommen wir gleich auch noch zu. Oh, es reimt sich. Ja, und natürlich noch hier AMD 970, das ist auch das Neueste, soweit ich weiß. Crossfire X für zwei Grafikkarten. 16x PCIe, das ist auch für meine Grafikkarte, das ist für High-End-Grafikkarten, soweit ich weiß. Da kommen wir aber auch noch zu. So, was das Mainboard alles hat, ist ja alles erstmal uninteressant. Die wichtigen Sachen kommen wir noch zu. So, gehen wir über zum Prozessor. Das ist nämlich der AMD FX Octa-Core 8350 Prozessor mit 4 GHz und 8 Kerne. 125 Watt in der Höchstleistung, das habe ich schon nachgeschaut, maximal 140 Watt höher darf nicht sein. Also passt schon so zueinander. Und hier auch wieder ARM 3 Plus. Denn mein jetziges Mainboard unterstützt leider keine 6 und noch keine 8 Kerne. Das ist ziemlich blöd, deswegen das neue Mainboard. So, kostet auch hier 177 Euro. Da ist jetzt der Preisunterschied nicht so teuer. Ich meine jetzt 5 Euro. Idealo gibt es für 172. Das ist jetzt auch nicht so jetzt die Welt. So, gehen wir über zum Gehäuse. Boah, da musste ich auch schwer überlegen, ob ich das nehme, weil das ist Aerocool X Predator White Edition Big Tower Gaming Gehäuse. Leute, das ist ein Gehäuse, das sage ich euch. 114 Euro, auf Idealo kostet 104 Euro. Ich weiß, Leute, einige werden wahrscheinlich sagen, Alter, das ist doch viel zu teuer und das brauchst du doch eigentlich gar nicht. Naja, Leute, ich weiß ja nicht, ich bin Gamer und mit der neuen Hardware brauche ich auch natürlich erstens mal mehr Platz und zweitens mal eine bessere Kühlung, denn der Prozessor wird etwas wärmer als mein jetziger und da meine Kühlung nicht aus ist, brauche ich auch einen neuen Kühler, den ich hier habe. Aber da kommen wir auch gleich noch zu. So, gucken wir uns erstmal hier die Bilder an. Oh, hab ich aufgeklickt. So, erstmal hier genau. Links und rechts, wo Fanspeed steht, da kann man jeweils die Lüfter regeln, auf welcher Geschwindigkeit sie laufen sollen. Also ich glaube meine, also die neuen, die laufen maximal 2700 Umdrehungen pro Minute. So, wie man hier auch schon sieht, das hat drei USB 2.0 Anschlüsse an der Vorderseite und ein USB 3.0 Anschluss. USB 3.0 Anschluss, sorry Leute. Sowie ein ESATA Anschluss und Mikrofon und Audioanschluss natürlich. Und natürlich noch den Powerschalter. Und dann noch eben links und rechts sieht man noch die blauen Leisten. Das wurde im YouTube-Video gesagt, so dass wenn die Festplatte anlässt oder läuft, dass es dann leuchtet. Blau. Genau. Also so sieht das ganze Gehäuse von oben aus. Oder haben wir noch ein Bild von oben? Ich guck gerade mal. Nee, haben wir nicht. Gut, dann erkläre ich es kurz hier. Man sieht ja diese leichten Dreiecke. Oder was heißt Dreiecke? Die Spitzen, die nach oben zeigen. Das, eigentlich müssten wir ein Bild von hinten sehen. Von hinten ist es besser zu erkennen. Na gut, ich versuche es mal mit meinen Worten zu erklären. Also links an der Seite, da seht ihr so einen kleinen Schalter. Sieht so ähnlich aus wie beim Nintendo DS, den man so einmal kurz hochschiebt. Und dann ist der Nintendo DS an.
Genauso ist es hier auch, nur dass er nicht wieder zurückkommt, sondern man schiebt ihn einmal hin und dann öffnet sich diese Spitzen, die gehen dann schräg nach oben, damit die Lüftung besser ausschweifen kann, beziehungsweise die warme Luft, je nachdem, wie man die Lüfter verbaut hat. Schiebt man diesen Regler wieder zurück, dann werden diese Spitzen wieder gerade, also wie als wäre es ein flaches Dach. Und dann ist die Lüftung eben nicht mehr so gut. Aber gut. Ich meine, ich glaube, ich werde es, wenn ich im Gaming-Betrieb bin und auch im Let's Play-Modus. Jetzt gibt es schon einen Modus fürs Let's Play. Naja. Naja, im Gaming-Modus, da werde ich es dann auch wahrscheinlich so lassen, wenn ich jetzt so Firefox bin und so am rumgoogeln, Kinox, was weiß ich, werde ich dann wahrscheinlich gerade lassen. So. Genau, jetzt sieht man es mal ein bisschen von innen. Und, Alter. Und zwar unten. Noch ein anderes Bild. Ja, das ist ja okay. Zeige ich euch gleich. Also, jetzt sieht man ja links an der Rückseite diese vier schwarzen Punkte oben. Das ist für die Wasserkühlung. Ich glaube, da sollen die Schläuche irgendwie durchkommen. Aber ich habe noch nicht so ganz gecheckt, wie das sein soll, denn das sage ich euch dann noch. Auf jeden Fall links neben dem Kühler sieht man auch noch diese kleine Leerstelle, wo die Anschlüsse vom Mainboard durchkommen. Unten drunter dann natürlich die Anschlüsse für die Grafikkarte, reingesteckt, angeschraubt oder je nachdem. Angeschraubt oder festgeklemmt. Und dann kann man natürlich die Grafikkarte am Monitor anschließen. So, und ganz unten ist dann natürlich noch das Netzteil. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Auch eines der wichtigsten Komponenten im PC, denn das versorgt jede Komponente mit Strom. So. Ach ja, und hier sieht man auch nochmal diese Fugen oben am Gehäuse. Wie ich erklärt habe, da sieht man diesen Schalter. Wenn man nach links schiebt, sind die Fugen schräg. Schiebt man ihn nach rechts, ist es wie ein glattes Dach. So. Gehen wir weiter. Also hier sieht man jetzt, oh, hier kann man nicht ranzoomen. Dann müsst ihr eben mal links gucken. Ihr seht ja diese Glasscheibe hier davor. Und auch diese dünnen Fugen hier. Da kann man entweder 420 mm, 140 mm Lüfter anschließen, also Gehäuselüfter, oder einen, ich weiß nicht, 230 mm oder 200 mm, ich weiß gerade gar nicht genau. Ach, da steht's doch. Hier, Seite 180, 200 mm Lüfterhaltung. Genau, also hier kann man 200 mm Lüfter anschließen, der geht dann von links oben bis rechts unten, also einmal hier so im Viereck. Das ist ein riesengroßer Lüfter, der dann die ganze Luft entweder rein oder rauszieht. So, kommen wir jetzt hier hin. So, also, wo soll ich denn anfangen? Ich hoffe, man sieht meinen Mauszeiger. Unten rechts sieht man ja auch wieder diese Ablagen. Da kommt die Festplatte rein, man kann bis zu sechs Festplatten anschließen, beziehungsweise reinstecken und dann, naja, die laufen dann im Dauerbetrieb, beziehungsweise gleichzeitig. Naja, kommt drauf an, wie hoch oder wie viel Speicher die Festplatten haben. 4, 8, 12 Terabyte. Ich weiß nicht, wie weit es geht. So, links oben, ganz links oben, sieht man ja den Lüfter. Komm, ich klicke einfach mal drauf. So. Also, ganz links oben sieht man den Lüfter. Den werde ich höchstwahrscheinlich abmontieren, beziehungsweise abmachen. Wie sag ich mal, beziehungsweise ich. Oh, ich check's ja, Leute. Also, den mache ich auf jeden Fall ab. Oder wahrscheinlich werde ich ihn abmachen. Nee, muss ich, glaube ich, sogar. Muss ich sogar. Naja, auf jeden Fall, ich erzähle mal weiter. Hier auf der weißen Rückwand, ganz hinten, da wird's Mainboard festgemacht. Mit Schrauben. Und ich habe ein ATX Mainboard, also das M597, das ist ein ATX. Wo haben wir? Wo steht jetzt ATX? Keine Ahnung, ist auch egal. Ah, hier steht es, hier oben. Da. ATX. Das heißt, ich weiß nicht, das hat irgendwas mit der Größe zu tun. Ich glaube, ATX ist das Größte, was es gibt. Ach, so, Prozessor hier.
Das heißt, es geht von der Schraube hier bis hier und dann ganz nach oben. Für die, die sich wissen, ein bisschen über der Unterplatte vom PC. Da sieht man ja diese zwei schwarzen Punkte und noch ein bisschen oben drüber sieht man diese, naja, diese kleinen schwarzen Punkte. Und da, von da aus halt bis ganz nach oben. So. Und ungefähr da, da sieht man ja nochmal dieses kleine ausgeschnittene Viereck. Boah, ich muss niesen. Alter. Also dieses kleine ausgeschnittene Viereck und da irgendwo, da ist das Mainboard drauf verschraubt und auf dem Mainboard ist die CPU. So. Und auf der CPU, da kommt dann ein Wasserkühler, der mit Schläuchen angeschlossen ist. Und dann die Schläuche, die führen dann zum Kühler. Ich zeige es euch am besten mal. Hier, also genau hier. Nee, nicht das. Das hier. Also, links seht ihr den Propeller und hinten dran läuft dann das Wasser im Kreislauf, denke ich mal. Und vorne sieht man die Pumpe. Oder ich weiß gar nicht. Also mein Vater hat gesagt, es ist eine Pumpe, wo dann das Wasser die ganze Zeit im Kreislauf läuft. Allerdings, naja, diese Farbe, dieses hautfarbige Teil da, das kommt, wird auf die CPU drauf gemacht. Und dadurch wird die Wärme reduziert durch den Wasserkühler. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo die Wärme, wo das Wasser durchläuft. Warte, also um das mal logisch zu betrachten. Das Wasser fließt durch dieses Teil, kleine Teil durch. Durch die Schläuche. Also ich meine das warme Wasser jetzt. Das warme Wasser fließt durch den einen Schlauch in diesen Kühler rein. Der Kühler macht dieses Wasser wieder kalt. Also durch die Luft, die da durchströmt. Und durch den anderen Schlauch wird es dann wieder... Naja, ich sag mal, wird jetzt nicht so schnell kalt, aber es wird dann kalter wieder durchgepumpt, sodass die CPU auch kühl bleibt. Also ich denke mal, so wird es am logischsten klingen. Naja, auf jeden Fall habe ich ja gerade gesagt, so ungefähr sieht es dann aus. In der Mitte jetzt vom Bild sieht man ja diesen blauen Punkt, da wird dieses Teil draufgesteckt, wo ich euch eben gezeigt habe. Nee, nicht das, sondern das hier, dieses hautfarbene Teil, kommt genau auf die CPU. Da ist nämlich die oh, das falsche Bild. Wo ist das? Da, das kommt auf die CPU drauf. So, dann sieht man auch, wie die Schläuche weggehen und dann links oben am Gehäuse befestigt werden. So, genauso ist das auch bei meinem Gehäuse. Das ist ein schönes Bild, kann man auch schon zeichnen. Zeigen. Dass dann hier das Mainboard verschraubt und dann gehen diese Schläuche links zur oberen Seite. Also es ist schon ein schönes Gehäuse, ist allerdings auch teuer. Ich find's geil, schwer zu holen. Und machen wir weiter. Netzteil. 850 Watt habe ich mir rausgesucht. Das habe ich gleich ein bisschen mehr genommen, weil 630 reicht für die Grafikkarte nicht aus. Es braucht mindestens 750. Und habe ich gedacht, falls noch ein bisschen mehr dazu kommt, vielleicht, ich weiß nicht, die externe oder andere Gehäusekühler oder sowas brauchen ja auch Strom. Und habe ich gedacht, 850 wird erstmal reichen. Für 90 Euro ist, denke ich, akzeptabel. So, habe ich euch ja auch gezeigt, das kommt... Ach, verdammt. Wo ist es? Sieht man es? Ja. Ich weiß nicht. Ich finde das richtige Bild. Ja, hier unten links sieht man dann diesen Einschub, wo das Netzteil hineinkommt. So. Ach ja, und dieses schwarze Viereck, da kann man auch nochmal einen Kühler verbauen. Und über den Festplatten, also unten rechts werden die Festplatten verbaut und oben drüber ist ja auch nochmal so ein leeres Fach. Und da werden dann, ich glaube, das DVD-Laufwerk wird da drin verbaut. Genau. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Die Grafikkarte. Na klar, das wichtigste Teil.
Was haben wir eigentlich hier noch? Habe ich noch gar nicht angeguckt hier. Ah ja, hier sieht man auch. Hier kann man, hier wird das Mainboard verbaut. Hier sieht man auch diese Lücken. Wow, hier kann man sehr viel ranzoomen. So. Hier auf Bild 5, da wird das Netzteil verbaut, wie ich gesagt habe. Auf Bild 9, da sieht man, dass das für eine CPU Kühler Backplate, also Backplate bedeutet, es dient auch nochmal zur verbesserten Kühlung, und dann wird die CPU dann nochmal besser gekühlt. Was haben wir hier? Das sind 5,25 Zoll. Ich denke mal, das ist für... Ja, das ist für Laufwerke. Also 5,25 Laufwerke. So, auf Bild 14. Da sieht man die Vorderseite vom PC. Also die Anschlüsse vorne.